Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Atempause von und mit Timo Niesner. Dein Podcast rund um das Wunderwerk unseres Körpers, die Atmung. Gründer von Restorative Breathing, Apnoe-Lehrer, Business Coach und Mentaltrainer Timo Niesner taucht zusammen mit dir jede Woche nicht nur weiter in Themen rund um die Atmung ab, sondern unterstützt dich auch dabei, mehr bei dir selbst anzukommen. Für deine persönlichen Atempausen. Herzlich willkommen zurück im Atempause-Podcast. Ich bin Timo Niesner, dein Host hier und freue mich sehr, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Heute ist unser Thema eine Atemübung, 1000 Varianten. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich gebe dir auch ganz spezifische 5 Tipps, wie du diese Atem-Sessions gestalten kannst. Bevor wir aber genau dort in diesem Thema einsteigen, kurz ein paar kleine Infos für dich. Wenn du zum ersten Mal da bist, das sage ich auch immer gerne am Anfang nochmal vom Podcast, sei so gut und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass mir gern unter dem Podcast uns als Team hier eine Bewertung da, ein paar Sternchen da lassen, ob auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify. Wir freuen uns sehr. Und wenn du möchtest, empfehle natürlich gerne den Podcast weiter an 1, 2 Freunde, die auch zum Thema Gesundheit, Atmung und mentale Techniken interessiert sind und hier auch gerne für sich selbst persönlich entweder Wissen ansammeln wollen oder auch ganz klar direkt in die Praxis gehen möchten. Unser Podcast ist und bleibt extern werbefrei und dementsprechend würden wir uns natürlich immer weiterhin darüber freuen, deinen, euren Support draußen zu haben, um eben auch weiterhin diesen Podcast jede Woche im Idealfall auch umsetzen zu können und auch diese Zeit dafür investieren zu können. Es gibt ein paar Infos noch für dich da draußen, wenn du mit der Atmung starten möchtest oder auch selbst schon tief drin bist, deine Atemreise gestartet hast. Wir haben Ende diesen Jahres ein Atemretreat und zwar im Norden von Österreich, im schönen Weitrams, ein Luftkurort. Und jetzt muss ich mich nochmal kurz korrigieren, weil ich anscheinend in den letzten Folgen gesagt habe, auf einem 40 Hektar großen Grundstück ist es ein 4,5 Hektar, also 45.000 Quadratmeter. Habe ich mich nochmal belehren lassen, großen Grundstück. Ich glaube, ausreichend genug für das, was wir da vor Ort machen. Wir sind ganz allein, wir sind ganz für uns. Es ist ein kleines, ja, eigentlich ein größeres Gut, das wir nur für uns haben, mit Badeteich, Waldsauna und Co., regionalem Essen. Und da werden wir 5, fast 6 Tage eigentlich miteinander atmen, ankommen, reflektieren, tief abtauchen, ins Unterbewusstsein. Und da habe ich schon ganz, ganz viele tolle Sessions mit meinem Team für euch vorbereitet. Ich sage das einfach noch einmal deshalb, weil es gibt nur noch 3 freie Plätze. Und wir sind zwar erst im November dort, von 31. Oktober bis zum 5. November. Aber wenn du mit dabei sein möchtest, dann musst du eben schnell sein, denn die meisten Plätze sind schon weg, schon seit eigentlich Anfang Juli. Das ist ganz interessant für dich. Es gibt auch weiterhin das Atempause-Abo. Das Abo ist jetzt nicht für den Atempause-Podcast, sondern ich gebe ja nahezu jede Woche Live-Sessions, also live online. Diese werden aufgezeichnet zu vielen verschiedenen Themen, ob das Abtauchen ins Unterbewusstsein ist, besserer Schlaf, Regeneration, hohe Aktivierung, Lernen vom Kopf, COPD, Asthma, Post-Covid und Co., Stretchings. Also es sind jetzt schon über 37 Sessions online und ich mache dir auch gerne den Link nochmal dazu, genauso natürlich für das Atem-Retreat hier nochmal unten in den Podcast rein. Das heißt, du kannst dich darüber informieren und gerne nochmal reinschnuppern. Bei dem Abo ist es so, du kannst es jeden Monat kündigen. Es sind, glaube ich, 14,99 im Monat. Du kannst es jeden Monat kündigen und kannst eigentlich einen Monat lang, ja, 37 Stunden am Stück verschiedene Atem-Sessions machen, wenn du möchtest. Oder natürlich auch einige meiner Lehrer haben das Abo, um zu schauen, wie ich diese Sessions aufbaue und wie sie auch das für sich übernehmen können. Auch hier kannst du für dich reinschauen. Jetzt kam auch öfters die Frage, wie kann ich denn gewinnen bei dir, um bei einer Atempause teilzunehmen? Und zwar verlose ich daher bei jeder Folge ein Ticket, um bei der Live-Atempause dabei zu sein. Für heute ist die Aufgabe einmal hier bei Spotify, wenn du über Spotify hörst,
reinzuschauen, uns auch gerne hier nochmal ein Feedback geben zu lassen oder ansonsten uns schreiben unter mail@restorative-breathing.org. Und zwar zu dem Thema, welche der heute vorgestellten Varianten matcht am meisten mit dir und was davon übernimmst du schon für dich. Also wenn du eine Atempause gewinnen möchtest, einmal hinten bei der Befragung mitmachen nochmal und eine Mail schreiben an mail@restorative-breathing.org. Und zwar mit der Beschreibung, welche der heute vorgestellten Techniken matcht mit dir und welche setzt du vielleicht sogar schon für dich um. Gut, dann lass uns einfach direkt reinstarten. Eine Atemübung, 1000 Varianten und hierbei gebe ich dir nochmal 5 spezifische Tipps. Vielleicht stellst du dir selbst die Frage, welche Übung kannst du denn schnell kreieren, ja, wenn du mal als Trainer oder auch so für dich was Neues machen möchtest. Stell dir vor, du möchtest dir einfach wenig Gedanken machen über dein Atemtraining. Was kannst du dann machen? Oder brauchst du einen einfachen Einstieg, möchtest einen einfachen Einstieg bieten mit einem tollen Effekt? Auch hierfür gebe ich dir jetzt heute 5 Tipps mit, welche Atemübung bzw. Variante dieser einen Atemübung du für dich übernehmen kannst und für dich direkt einbauen kannst. Dann gucken wir uns das gleich mal an. Also, die Grundlage ist schon mal ein normales Box Breathing. Wenn du Box Breathing noch nicht gehört hast, das ist eine wie so eine Box, also ja, wie ein Viereck oder wie ein Quadrat kannst du es dir vorstellen. Und was du hierbei hast im Endeffekt ist eine Einatmung für eine gewisse Zeit, Luft anhalten für eine gewisse Zeit, ausatmen für eine gewisse Zeit und wieder Luft anhalten für eine gewisse Zeit. Ja, also musst du es dir vorstellen wie so eine kleine Box. Die am meisten und besten untersuchte Art in diesem Box Breathing ist die 4-4-4-4. Variante. Das bedeutet, du atmest 4 Sekunden ein, hältst 4 Sekunden die Luft an, atmest 4 Sekunden aus und hältst erneut 4 Sekunden die Luft an. Das ist so, würde ich sagen, eine Grundübung, mit der wir arbeiten können. Jetzt ist es ja so, dass wir eigentlich diese 4 Bereiche sehr gut verändern können und hier kommen diese 1000 Varianten. Du kannst natürlich über diese 4 Bereiche die Zahlen ändern, die Länge ändern, du kannst sie länger machen, du kannst sie kürzer machen und du kannst aktiv anfangen mit Mund- und Nasenatmung zu spielen. Also nochmal, wir arbeiten über diese 4 Bereiche: Einatmung, Luft anhalten, ausatmen, Luft anhalten. Die Standardvariante ist 4-4-4-4. Und hier meist durch die Nase, wobei auch das nicht primär angeleitet werden muss in dieser Sequenz. Jetzt gebe ich dir direkt 5 Tipps mit, erkläre dir deren Effekte und auch nochmal, welche Atemfrequenz du ungefähr haben wirst dabei. Tipp Nummer 1 von dieser, sag ich mal, einen Atemübung mit wirklich 1000 Varianten, decke ich jetzt 5 Stück raus und will dir damit auch die Möglichkeit geben, dich auch inspirieren, dich auch motivieren, selbst damit rumzuprobieren. Vielleicht nochmal in dem Kontext. Warum mache ich diese Folge? Ich hatte letztes Wochenende ein Master-Teacher-Training und da haben wir dann ganz intensiv genau über dieses Thema nochmal gesprochen und deshalb bringe ich das jetzt hier auch nochmal in den Podcast mit ein, weil ich das Gefühl habe, dass viele Lehrer da draußen meinen, immer hochkomplexe Atemsessions machen zu müssen, um einen großen Effekt zu haben. Dem ist nämlich gar nicht so. Das ist gar nicht der Fall, das brauchen wir gar nicht. Sondern es geht wirklich darum, und das möchte ich dir jetzt hier zeigen, über diese 5 Tipps, eigentlich Variationen zu schaffen von Dingen, die bereits existieren. Also wir gehen jetzt mit dem ersten Tipp mit rein. Was wir hierbei machen ist, wir nutzen diese Box genauso aus. Einatmung, Luft anhalten, ausatmen und wiederum die Luft anhalten. Und zwar nicht mit den 4, sondern was wir machen ist 2 Sekunden einatmen, 3 Sekunden Luft anhalten, 4 Sekunden ausatmen und 5 Sekunden Luft anhalten. Was wir hierbei haben ist, es ist auch super einfach, sich das im Kopf zu behalten, 2, 3, 4, 5 über diese 4 Bereiche. Und wenn ich das mache, biete ich den Teilnehmern eigentlich einen relativ einfachen Einstieg zur Atmung. 2 ein, ist okay, 3 kannst du gut halten, gut hinten raus, 4 ausatmen, 5 halten, aber es geht. Das heißt, wenn du dich nochmal anders rantastest und zum Beispiel bei allen Varianten, die ich dir jetzt zeige, mit dem 4-4-4-4 anfängst, dann kannst du auch viel, viel einfacher hier mit reinkommen. Also bei dieser Variante, bei der ersten 2, 3, 4, 5, ja, ich schreibe dir die Varianten auch alle nochmal in die Shownotes unten rein, dann habe ich den Effekt, dass ich einmal einen Cooldown habe,
Das bedeutet, ich habe eine Deaktivierung meines sympathischen Nervensystems, eine Aktivierung meines parasympathischen Nervensystems. Und der schöne Nebeneffekt ist auch, dass ich ungefähr meine Atemfrequenz reduzieren kann auf 4 Atemzüge pro Minute. Das hört sich jetzt extrem, nicht viel, sondern extrem wenig an. Das ist es aber gar nicht. Das heißt, wenn du öfters damit arbeitest oder dich langsam rantastest, dann wirst du sehen, dass diese 4 Atemzüge pro Minute eigentlich relativ leicht zu halten sind. Natürlich gehe ich davon aus, dass du in einem Ruhemodus für dich bist, dass du jetzt wirklich aktiv mit der Atmung arbeiten möchtest. Und dann kann es gerade bei der Variante auch sein, dass die ersten 2-3 Runden vielleicht so ein bisschen, ja, ungemütlich sind für dich. Aber du wirst sehen, dass es deutlich einfacher wird. Also bleib da einfach dran. 2, 3, 4, 5. Du kannst aber auch sagen am Anfang, boah, wenn es dir zu tricky ist, gerade dieses 4 aus und dann nochmal 5 halten, dann kannst du auch machen 2 ein, 3 halten, 4 aus, 2 halten. Ja, dann machst du 2, 2, eine 3 und eine 4. Das kannst du theoretisch auch für dich machen. Auch in dem Kontext reduzierst du deine Atemfrequenz und bist nachher ungefähr auf 5 Atemzügen pro Minute. Ja, 5,5 ist so der goldene Schnitt, wie ich gerne sage. Und das kannst du auch so für dich mitnehmen und damit ein bisschen arbeiten. Also spiel damit rum und der Effekt ist wirklich, dass du langsam anfängst runterzufahren. Vielleicht nochmal als Ergänzung. Ich spreche jetzt viel über Zahlen. Das mache ich weder in meinen Kursen, noch mache ich es in meinen Coachings, 1:1, Sitzungen, Workshops, rede ich eigentlich relativ wenig über Zahlen. Ich möchte dir aber die Möglichkeit geben, dass du über diese Zahlen in ein Gefühl reinkommst. Die Zahlen, die ich dir gebe, müssen auch nicht zwangsmäßig Sekunden sein. Es können auch Schritte sein. So leite ich es gerne an, dass ich nicht sage 2 Sekunden ein, 3 halten, 4 aus, 5 halten, sondern dass ich sage, versuche über 2 Schritte einzuatmen, ähnlich wie ich es durch den Mund machen würde. Ja, das sind jetzt 2 Schritte. Dann sage ich zum Beispiel halten, halten. Das sind schon 3 Sekunden rum. Dann über 4 Schritte aus. Das waren jetzt 4 Schritte aus. Halten, halten, halten. Noch einen Moment die Luft an und atmen wir über 2 Schritte ein. Also hier kommen wir auch genau in diesen Rhythmus für uns rein. Das ist eigentlich echt ganz cool. Das können wir als erstes machen. Ich habe natürlich noch weitere Sachen für dich. Die nächste Variante ist, also der zweite Tipp von mir ist, dass du versuchst, mehrere Runden aufeinander aufzubauen. Dass du nicht mit einem Vierer Box Breathing startest, sondern mit einem Dreier. 3 ein, 3 halten, 3 aus, halten. Und dann immer in diesem Rhythmus bleibst, immer in diesem Dreier-Rhythmus bleibst. Und wenn du merkst, boah, fühlt sich super an, ja, es ist okay, es ist kein Thema, vielleicht auch für den einen oder anderen da draußen, es ist keine Herausforderung, dann gehst du zum Vierer über. 4 ein, 4 halten, 4 aus, 4 halten, 4 ein, 4 halten, 4 aus, 4 halten. Wenn du auch sagst, okay, du bist hier gut angekommen, dann steigerst du es wieder auf 5, dann steigerst du es anschließend auf 6, dann steigerst du es anschließend auf 7. Vielleicht sogar auf 8, ja, oder auf 9. Dann kommst du immer weiter an den Punkt, dass du ungefähr nur noch 2 Atemzüge pro Minute machst. Wirklich sehr, sehr wenig, aber sehr, sehr bewusst. Auch hier gerne wieder mit Schritten und nicht mit Zählen arbeiten. Ja, da musst du nicht eine Uhr laufen lassen, sondern du zählst im Endeffekt nur schrittweise deine Einatmung und schrittweise deine Ausatmung. Und die Luftanhaltephasen kannst du natürlich auch gerne für dich dann in Sekunden zählen. Einfach so im Kopf für dich. Und dann kriegst du auch einen super, super schönen Rhythmus hin. Es gibt da auch zig Apps, mit denen du arbeiten kannst, bei denen du es einfach eingeben kannst. Was ist hier unser Effekt? Was ist hier das, was wir haben wollen? Wir haben wieder eine sehr starke parasympathische Aktivierung. Und je weiter du es nach hinten treibst, das heißt, je weiter du natürlich auch an den Punkt von 2 Atemzügen pro Minute kommst, kommst du automatisch in ein CO2-Toleranztraining mit rein. Das sind längere Luftanhaltephasen, die du hast. Und somit arbeitest du aktiv mit deinem CO2-Level. Natürlich gleichzeitig auch wiederum, wenn ich mit meinem CO2-Level arbeite, habe ich direkt wieder einen Einfluss auf meine Sauerstoffsättigung in jeder Zelle bei mir im Körper und vor allem auch eine bessere Sauerstoffversorgung in meinem Gehirn. Da kommen wir dann zum nächsten Effekt. Du bist viel mehr präsent, viel mehr im Fokusmodus, weil wenn du deine Atmung so verlängerst bzw. deine Atemfrequenz so verkürzt pro Minute, bist du sehr klar und bist sehr präsent auch im Kopf. Da wirst du nicht einschlafen, sondern du wirst eher gucken, wie du damit arbeitest, auch mit diesen körperlichen Empfindungen bei dir.
Also nochmal, Tipp 2 ist, fang mit kleinen Schritten an, mit dem Dreier-Box-Breathing, mit dem Vierer anschließend, Fünfer, Sechser, Siebener, Achter, Neuner vielleicht, ja, vielleicht sogar hin bis zu einem Zehner, wo du dann wirklich sehr deutlich bei uns ungefähr 1,5 Atemzügen pro Minute bist. Und dann mal gucken, wie du das hältst. Ja, es gibt auch, einer meiner Lehrer hat mal über einen längeren Zeitraum hinweg, was hat er gesagt, 30 Atemzüge in 30 Minuten. Also auch diese Reduzierung ist möglich. Merkst du bei den Lehrern bei mir, wenn die eben lange anfangen mit ihrer Atmung zu arbeiten, dann geht das auch und ist gar nicht so wild, auch wenn sich das total verrückt anhört. Ja? Weil du wahrscheinlich im Schnitt das, was die eine Person 30 Minuten atmet, in 2 Minuten atmest. Aber es ist möglich mit einem gewissen Fokus und natürlich auch einem gewissen CO2-Toleranztraining. Tipp Nummer 3. Hier arbeiten wir, und da nehme ich den Effekt voraus, mit einem Emotional Release. Das heißt, wir versuchen emotional was zu lösen. Hier bleiben wir ebenfalls in diesen 4 Bereichen mit drin. Atmen über 6 ein, halten 6 an, atmen 3 aus, jetzt aber über den Mund und halten 2 an. Also, ich erkläre es dir nochmal. Über 6 ein, wie 6 Sekunden, das auch über die Nase. Jetzt kommen wir nämlich mit Nase und Mund. 6 Schritte oder 6 Sekunden durch die Nase ein, halten und dann über 3 aus über den Mund. Das würde dann ungefähr sich so anhören. 6 Pause und 3 über den Mund aus. Halten. Und genauso kannst du in dieser Sequenz für dich drin bleiben. Und du wirst merken, dass es zwar eine gewisse Aktivierung hat, aber auch gleichzeitig eine Deaktivierung. Ja, meine Lehrer draußen würden jetzt sagen, ja, aber Timo, jetzt hast du es ja umgedreht. Das ist ja eine 2-zu-1 Atmung, also eher eine Aktivierende in dem Bereich. Das stimmt. Wenn wir aber so atmen und du das mal für dich zusammenzählst, dann sind wir effektiv bei einem Atemzug in 17 Sekunden. Das bedeutet final, wenn wir im Sekundentakt atmen, es wird sich wahrscheinlich relativ langsam auch nochmal verlängern, dass du vielleicht für diese Sequenz sogar 20 Sekunden benötigst, dass du eigentlich trotzdem nur noch 3-mal pro Minute atmest. Das heißt, von der Atemfrequenz bist du ganz klar in einem Deaktivierungsmodus, aber gleichzeitig bist du nicht in einem sehr starken Deaktivierungsmodus, sondern hast eine Art Emotional Release durch diese tiefe Einatmung, die muskuläre Anspannung, und nachher über diese Mundausatmung, vielleicht sogar einen Mundausatem fallen lassen, so ein, ja, einen Ton mit reinmachen, in so eine Art Seufzer, den du auch mit reinbringst, dieses Loslassen, sowohl muskulär als auch mental, gibt dir die Möglichkeit, einfach hier in diesen Release reinzukommen. Wenn du diese Sequenz länger machst, 6, 6, 3, 2, Ausatmung über den Mund, wirst du merken, dass du dieses 6, 6, 3, 2 gar nicht mehr hältst, sondern dass du vielleicht anfängst zu switchen auf 6, 8, 3, 5 zum Beispiel. Ja, und dann wirst du sehen, dass du immer weiter an den Punkt kommst, dass du die Sequenz im Groben halten kannst, aber das Gefühl hast, du möchtest eigentlich länger die Luft anhalten. Vielleicht nochmal ein bisschen stoßweise ausatmen oder langsamer einatmen. Und dann fängt sich an, diese komplette Sequenz nochmal zu verändern. Also nochmal zur Wiederholung. 6 ein, 6 halten, Mund 3 aus, 2 halten. So kommst du in einen richtig schönen Flow-Modus für dich rein, auch in so einen Emotional Release. Auch super schön zum Anleiten in Atem-Sessions, wo es ein bisschen aktivierender ist. Vielleicht eine leicht aktivierende Musik mit dabei. Kann man auch gerne am Abend machen als Hauptteil von der Session. Auch hier ist diese Sequenz sehr, sehr schön. Kommen wir zum vierten Tipp. Beim vierten Tipp ist es so, dass wir jetzt wirklich ganz aktiv in eine Aktivierung reingehen. 4 ein, 1 halten, 1 aus, 1 halten. 4 ein, 1 halten, 1 aus, 1 halten. Hier sind wir ganz aktiv, immer noch in diesem Vierer-Modus drin. Aber was wir machen, diese Atemtechnik aktiviert ganz klar. Wir können hier auch wieder variieren. Wir können alles über die Nase machen. Sieht dann ungefähr so aus. Ja, auch das ist eine sehr stark aktivierende Übung, die wir hier machen. Wenn ich diese Sequenz aber halte, wie viele Atemzüge mache ich dann pro Minute? Ja, bin ich ungefähr bei 9, vielleicht maximal bei 10.
Vielleicht auch hier wieder die Tendenz, dass ich wieder einen Ticken langsamer mache. Oder wenn ich mehr Energie hineinbringen möchte, einen Ticken schneller mache, dann komme ich vielleicht auf 11 oder 12 Atemzüge pro Minute. Also hier ganz aktiv, aktivierend. Ja, dieser Fokus liegt auf dieser aktivierenden Atmung, die ich habe, auf diesem Ausstoßen, auf kurzen Haltephasen. Und gleichzeitig kann ich auch nochmal über die Ausatmung einen Push mit reinbringen. Das heißt, eine gewisse Aktivierung der Bauchmuskulatur, ein Push hoch fürs Zwerchfell. Und was ich gleichzeitig machen kann, ist hier auch nochmal variieren zwischen Nasenein- und Mundausatmung oder alles mit dem Mund machen. Also auch da kannst du nochmal variieren. Ja, ich hoffe, du merkst es jetzt gerade schon, es ist total simpel. Die Abläufe sind wirklich leicht und du kannst anhand dieser Vierbereichsatmung, ja, über Einatmung, Halten, Ausatmen, Halten, kannst du so viel variieren, kannst du so viel einbauen. Zum Beispiel auch bei dieser 4-1-1-1, die ich jetzt gemacht habe, kannst du ja auch einatmen über die Nase, kurz halten, fallen lassen und nachdrücken. Einatmen über die Nase, halten, fallen lassen, push, einatmen. Und so bist du noch in einer stärkeren Aktivierung, weil du auch hier wiederum die Muskulatur, also gerade wirklich die Atemhilfsmuskulatur einbaust, eben nicht nur die Atemmuskulatur selbst, sondern eben die unterstützende Atemmuskulatur. Das heißt, über die Bauchmuskulatur beispielsweise kannst du da eben genauso viel nochmal machen. Wie gesagt, das ist sehr aktivierend. Ja, das merke ich auch, wenn ich nur 2-3 Runden hier mache, dass auch das mich schon ganz leicht pusht. Und es ist auch nochmal ein tatsächlicher mentaler sowie körperlicher Push und gibt uns oft die Möglichkeit, ein bisschen rauszukommen aus dem Kopf und wieder ein bisschen mehr reinzukommen in den Körper. Ja, du weißt es, wenn du bei mir Energy Flow Sessions gemacht hast, Electric Motion Sessions gemacht hast, die ganz leicht in diesen Bereich der Hyperventilation mit reingehen. Und dabei meine ich nicht nur Hyperventilation über Volumen, sondern auch über die Atemfrequenz. Wir kombinieren hier beides. Dann wirst du sehen, du kommst ganz schnell aus dem Kopf raus und kommst ganz direkt in deinen Körper hinein. Bäm. Tipp Nummer 5. Eine meiner Lieblingssequenzen. Ja, also eine Atemübung, 1000 Varianten. Hier ist jetzt Tipp Nummer 5 für dich von mir, die ich gerne mache. Und zwar atme ich hier über 8 Schritte ein durch die Nase. Dann halte ich 6 Schritte oder 6 Sekunden die Luft an. Und jetzt kommt das Wichtige, jetzt versuche ich über 10 Schritte oder 10 Sekunden plus über den Mund auszuatmen. Bei mir werden es viel mehr noch. Plus Push. Halten, 6. Und wieder 8 durch die Nase ein. Also 8 durch die Nase ein, 6 halten, 10 plus durch den Mund aus, 6 halten. Hier sind wir ganz schnell auf einer Frequenz von 1 bis maximal 2 Atemzügen pro Minute, tendenziell eher Richtung 1, deutlich niedriger. Wenn ich das für mich sogar exzessiv mache, bin ich unter einem Atemzug pro Minute und kann das sehr, sehr lange aufrechterhalten. Diese Übung ist so geil, weil wir einen kompletten Sauerstoff-Push hier haben. Ja, wir arbeiten einmal ganz aktiv mit Stickstoffmonoxid in unseren Nasennebenhöhlen. Wir arbeiten ganz aktiv mit einer direkten Bespielung unserer kompletten Lungenkapazität. Wir versuchen hier alle Bereiche, Bauchhorizontal, unterer, oberer Rücken, Brustbereich, so einzubauen, dass wir sie langsam bespielen, ohne eine starke muskuläre Anspannung. Das wollen wir nicht, sonst kommen wir nämlich an den Punkt, dass wir einen zu hohen Puls haben und dann wird es anstrengend. Das heißt, wir haben eine super gute Sauerstoffversorgung, weil logischerweise wir einmal mit Stickstoffmonoxid sehr gut arbeiten können. Gleichzeitig, also da kriegen wir einen Push, gleichzeitig schieben wir natürlich auch unser CO2-Level nach oben, arbeiten ein bisschen mit einer CO2-Toleranz. Und was du merken wirst ganz, 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 ganz schnell, ist, dass dir warm wird. Das heißt, du hast zwar eine Deaktivierung in deinem Körper, aber gleichzeitig eine ganz starke Öffnung, eine ganz starke Vasodilation deiner Gefäße. Und hier bekommst du dann wiederum über den erhöhten CO2-Gehalt viel besseren Sauerstoff in deine Peripherie, in die Füße, in die Hände mit rein.
Und diese bessere Sauerstoffversorgung führt im Endeffekt auch dazu, dass kalte Hände, kalte Füße dann auf einmal nicht mehr existieren oder auch, dass die Knie oder Füße vielleicht gar nicht so richtig einschlafen, wenn du beispielsweise in so einer Art Schneidersitz oder sowas für dich bist. Also es ist bei mir auch so aufgetreten. Ich habe zwar geschwitzt interessanterweise, also mir ist wirklich warm geworden. Mein Puls war trotzdem relativ gering. Und was echt gut war, vom Kopf her hatte ich das Gefühl, ich bin so crispy clear. Ich bin wirklich ganz klar, ich bin ganz präsent in diesem Moment. Aber gleichzeitig war ich auch in so einem Art meditativen Zustand. Nicht nur, dass ich alles wahrgenommen habe, sondern dass ich auch ganz viel loslassen konnte in diesem Moment, dass ich ja in so einen gewissen Einklang gekommen bin. Also ich brauchte jetzt, glaube ich, nicht so viel über mich selbst erzählen. Ich weiß, ich bin selbst öfters mal out of space und das läuft wirklich nur über die Atmung. Aber probier es mal selbst für dich. Wie ist das denn für dich, hier reinzukommen? Tipp Nummer 5 ist tatsächlich ein bisschen advanced auch für dich. Das heißt, wenn du 8 Schritte ein, 6 halten, 10 plus aus, 6 halten machst, dann bist du schon an einem Punkt, wo du wirklich eine gewisse Vorbereitung brauchst. Oder meine Teacher da draußen, macht's mal, gib mir mal ein Feedback. Da bin ich einfach mal gespannt, wie ihr da für euch einsteigt. Bin mir aber ziemlich sicher, dass ihr relativ gut und einfach einsteigen könnt. Und wenn ihr euch mental darauf einlasst, dass ihr relativ schnell in diesen Rhythmus reinkommt und selbst diesen Rhythmus vielleicht sogar noch an dem Punkt seid, ihn zu verlängern. Also das ist auch sehr, sehr cool, hier mit einzusteigen. Während ich so drüber rede, glaube ich, mache ich jetzt direkt nach der Aufnahme diese Atmung nochmal, fixt mich gerade voll an. Mal gucken, welche dich hier gerade nochmal anfixt. Ja? Also auch hier nochmal der Reminder, schreibt mir gerne Mail an mail@restorative-breathing.org und teile mir mit, welche dieser Tipps, ich wiederhole sie gleich auch nochmal, für dich am besten laufen, welche mit dir am besten klicken, auf welche du am meisten Lust hast, und wir verlosen wieder einen kostenlosen Zugang zur wöchentlichen Atempause live mit mir. Gut, so, wenn du jetzt sagen willst, du willst mitschreiben, wie gesagt, in den Shownotes findest du alles nochmal drin. Du findest den Link zu unserem Atemretreat, du findest den Link zu unserer Atempause in unserem Abo-Modell und du findest auch nochmal die Aufsplittung der Techniken, die ich gerade genannt habe, in Stichwörtern. Ich wiederhole sie natürlich aber trotzdem gern nochmal. Also die erste, wir haben natürlich mit dem Viererbox-Breathing angefangen, ja, als Einstieg, als Erklärung. Und dann der erste Tipp, den ich dir gebe, ist zu versuchen, es einfach für dich zu machen. 2 ein, 3 halten, 4 aus, 5 halten. Ja, einen ganz einfachen Ablauf für dich zu machen. Der zweite Tipp, den ich dir gegeben habe, ist ein Dreierbox-Breathing zu machen, bis du dich wohlfühlst, ein Viererbox-Breathing zu machen, bis du dich wohlfühlst oder auch deine Teilnehmer. Dann zu einem 5er, 6er, 7er, 8er zu switchen. Auch hier nochmal, du kannst es so variieren, wie du möchtest und wirklich die Sachen. Die ersten zwei Tipps gehen wirklich auf unser parasympathisches System, auf eine Deaktivierung. Beim dritten Tipp ist es so, dass wir jetzt mit Mund und Nase ein bisschen spielen. 6 ein, 6 halten, 3 und Mund aus, 2 halten. Auch hier können wir über diesen Emotional Release arbeiten, obwohl wir eine Reduzierung der Atemfrequenz haben. Der vierte Tipp ist 4, 1, 1, 1 und hier wiederum variieren. Nur Mund, nur Nase, Nase ein, Mund aus oder Mund ein, Nase aus. Auch das kannst du machen, wobei ich eher Nase ein, Mund aus machen würde in diesem Fall, weil wir hier den Fokus auf einen Push haben, auf eine Aktivierung, auf eine aktive Zwerchfellbespielung, auf eine aktive Integration der Atemhilfsmuskulatur. Und hier kommen wir auf eine Atemfrequenz von ungefähr 9 Atemzügen pro Minute, vielleicht sogar 10. Und jetzt die letzte, die ich jetzt auch gleich machen werde, vielleicht hast du da auch Bock drauf, ist 8 über die Nase ein, 6 halten, 10 plus ausatmen, über den Mund langsam in ruhigen Schritten und 6 halten. Hier wiederum super gut für die Sauerstoffeffizienz bei uns im Körper, CO2-Toleranz-Training, mentales Training, Wärmeaufbau im Körper, super Wärmeaufbau im Sommer. Gell? Ja, probier es trotzdem mal aus, vielleicht wenn es ein bisschen kühler ist, aber auch einfach so, um deinen Körper besser mit Sauerstoff zu versorgen. Also hier nochmal reingehen für dich, auch testen und vielleicht auch dir die Möglichkeit offen halten, dass du sagst, ich reduziere meine Atemfrequenz stückweise bis unter einmal pro Minute, ohne dir wirklich das Gefühl zu haben, du bist durchgehend am Luftanhalten. All diese Tipps, die ich dir gegeben habe, all diese 4 Bereiche vom Box Breathing ausgehend, sollten für dich leicht zu bespielen sein. Das bedeutet, dass du immer das Gefühl hast, der Atem fließt, dass dein Atem nicht ins Stocken kommt, dass du nicht das Gefühl hast, dass es wie so Treppen gehen, sondern dass es wirklich fließt. Selbst wenn du in Schritten atmest, also okay,
dann mache ich zwar kurze, leichte Pausen, aber versuche nicht, dass du so das Gefühl hast, so der Bauch geht nicht richtig mit zum Beispiel, da hakt noch ein bisschen was. Dann bleib ich bei der einfacheren Variante für dich. Super, ja, dann würde ich sagen, let's go. Entweder raus mit dir ins Grüne oder rauf auf die Matte mit dir und probier diese Varianten aus. Also eine Atemübung, 1000 Varianten. Hier hast du jetzt meine 5 Tipps nochmal bekommen. Nimm gerne teil an der Befragung im Anschluss oder sag mir auch gerne, wie hat dir denn die Folge gefallen? Wie war das denn für dich? Ist das cool? Ist das nicht so cool? Willst du mehr Wissen haben? Was auch immer, let me know. Wir optimieren natürlich immer gerne weiter und passen auch sehr, sehr gerne die Folgen an dein Interesse an. Dann sage ich hier nochmal vielen lieben Dank. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, kostenlose Atempause gewinnen. Mail an mail@restorative-breathing.org und lass uns sehr gerne hier hinten raus nochmal eine Bewertung da für den Podcast auf die Sternchen drücken. Und wir freuen uns natürlich, wenn auch noch weitere Leute den Weg zu uns finden und den Atempause-Podcast für sich entdecken können, genießen können und ja, Teil von dieser Atemreise werden. Vielen lieben Dank, danke für deine Zeit. Ich bin Timo Niesner, wir hören uns nächste Woche. Mach's gut, ciao.